Ja, können wir kurz machen. Gestern im Training waren alle Spieler dabei. Feldspieler, Sven Ulrich, der fehlt, der ist angeschlagen, schon seit gut 10 Tagen. Der kann momentan nicht trainieren, aber ansonsten, wie gesagt, sind alle Mann an Bord. Also eine Woche weiter ist er definitiv. Ich denke, jede Trainingseinheit tut ihm gut. Aber klar, wenn du so viele Wochen keinen Wettkampf hast, wenn du dann wieder im Training dabei bist, dann merkt man schon auch, dass noch ein bisschen was fehlt, um an die 100% ranzukommen. Aber in der Tat, auch diese Woche hat er definitiv einen Schritt nach vorne gemacht. Aber auch jetzt für Braunschweig ist es noch zu früh. Also einen Punkt haben wir schon mal geholt in Braunschweig. Das war schon eine Weile her. Deswegen haben wir jetzt nicht alle Spiele gegen Braunschweig verloren, aber in der Tat, gewonnen haben wir auch noch nicht. Wenn man jetzt die Saison bisher nimmt, dann schaut es ganz gut aus. Wenn man die Mannschaft nennt, gegen die wir bisher noch nicht gewonnen haben, haben wir es dieses Jahr das erste Mal geschafft. Wenn ich jetzt an Düsseldorf zum Beispiel denke, aber so denken wir ja nicht, dass wir jetzt nach Braunschweig fahren, um eine Rechnung zu begleichen, sondern wir fahren nach Braunschweig, um diese Stabilität, die wir zuletzt gezeigt haben, auch in Braunschweig auf den Platz zu bekommen. Wir wollen auch da an unsere Grenzen gehen. Wir wollen schaffen, in Braunschweig so stabil zu spielen, auch so selbstbewusst, dass wir in der Lage sind, auch was mitzunehmen. Aber wir wissen natürlich, dass Braunschweig zwar nicht alle Spiele gewonnen hat, aber schon das ein oder andere richtig gute Ausrufezeichen gesetzt hat. Sowohl zu Hause, wenn ich an das Spiel gegen KSC denke, 6-0, das war natürlich ein richtiges Brett, aber sie haben auch in Frankfurt deutlich gewonnen, sie haben in Duisburg 5-0 gewonnen, eine Mannschaft, die schon auch in einen Rausch sich spielen kann, die in der Offensive richtig Druck machen kann und eine Mannschaft extrem auch mal in die Defensive drücken kann. Und darauf müssen wir uns einstellen, darauf brauchen wir eine Antwort, um, wie gesagt, in Braunschweig auch über 90 Minuten eine gute Leistung zu zeigen und idealerweise auch was Zählbares, natürlich was wieder mitzunehmen. Wahnsinn, nach 11 Spieltagen. Es geht weniger jetzt, sage ich mal, um die kurzfristigen Ergebnisse, sondern natürlich ist es so, dass wir aus den letzten 10 Spielen, glaube ich, nur eins verloren haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Natürlich merkt man das auch, dass die Mannschaft eine breite Brust hat. Aber wie immer, in so einer Phase, es ist wichtig, gerade wenn man länger dann auch ungeschlagen ist, dass man dann trotzdem sich den Stärken besinnt und vor allen Dingen auch der Bereitschaft, alles, was in einem steckt, auch auf den Platz zu bekommen. Im kämpferischen Bereich, natürlich auch was die Mentalität betrifft, aber auch im spielerischen Bereich. Ich bleibe dabei, es gibt noch genügend Dinge, die wir verbessern können. Manche Dinge können wir noch deutlich verbessern und das wird Woche für Woche, gerade jetzt im Hinblick natürlich auch auf eine englische Woche mit dem Braunschweig-Spiel, dass wir immer in der Lage sind, das auch abzurufen. Gut, sie haben ja auch schon Spiele zu Hause verloren, wie gegen Fürth, auch gegen Leipzig beim 0-0. Gegen Pauli war ich selbst im Start und ich glaube, da war auch eher Pauli die Mannschaft, die hätte 3 Punkte mitnehmen können. Aber ich glaube, den Thorsten gut zu kennen. Ich weiß, dass er extrem variabel auch aufstellt, dass sie variabel agieren, dass sie natürlich, und das hat er auch schon angekündigt, jetzt nach der 0-2-Niederlage in Paderborn eine Reaktion sehen will vor den eigenen Fans. Das ist nicht entscheidend, Favoritenrolle. Ich glaube, der erste FC Heidenheim kann im zweiten Jahr in der zweiten Liga kann nicht Favorit sein bei Eintracht Braunschweig, mit Verlaub. Dazu sind wir noch in den Kinderschuhen, wenn man so will, wenn man jetzt mal den Profifußball gerade in der zweiten Liga nimmt. Aber natürlich, nochmal, haben wir Selbstvertrauen und wissen, wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, wenn die Mannschaft weiterhin so kompakt, so geschlossen agiert und verteidigt, dann wird es natürlich auch, kann es auch gegen uns schwer werden. Aber Favoritenrolle, an dieser Frage entscheidet sich jetzt nicht, wie das Spiel letztendlich laufen und ausgehen wird. Nee, intern ist kein Thema. Wir haben uns was vorgenommen bis zur Winterpause. Das arbeiten wir ab, voller Überzeugung. Ich erkenne keinen, der irgendwo jetzt hier wegflattert oder sich entfernt von dem, was der Ursprung für uns ist. Dazu haben wir zu viel Respekt und zu viel Demut vor der Liga. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass man auch das Selbstbewusstsein haben muss, um gegen jeden Gegner letztendlich eine Chance auch zu haben. Aber es sind Kleinigkeiten, die jedes Spiel entscheiden. Und wenn du nur ein bisschen deine Linie verlässt, und das gilt für alle Mannschaften in der zweiten Liga, oder denke, dass das für alle Mannschaften gilt, dann läufst du Gefahr, eben Spieler aus der Hand zu geben. Und das wollen wir nicht, aber
Dazu ist der Konkurrenzkampf bei uns momentan im Kader viel zu groß, dass irgendjemand sich ausruhen kann oder sich zu sicher sein kann. Denn wenn da Anzeichen da wären, dann kann der Trainer ganz schnell reagieren und von dem mache ich natürlich Gebrauch und das, denke ich, wissen die Spieler auch. Nee, ich weiß nur eins, in Braunschweig wollen wir absolut ja, das Gaspedal bis zum Bodenblech durchdrücken, nur für dieses Spiel. Nur auf diesem Spiel liegt der Fokus und nach dem Spiel können wir uns Gedanken machen, wie groß die Verluste sind, auch körperlich. Da machen wir uns Gedanken, wie wir das Pokalspiel in Sandhausen angehen. Aber dass wir uns jetzt schon irgendwas zusammenlegen, wie wir die drei Spiele gestalten oder jetzt am Mittwoch, kommenden Mittwoch dann im Pokal, das wäre verkehrt. Wirklich volle Konzentration auf Braunschweig, stärkste Kapelle rauf, alles geben, was in uns steckt. Und dann haben wir 3 Tage Zeit, letztendlich dann in Sandhausen die gleiche Entscheidungen zu treffen. Womöglich dann aber mit einer anderen Anfangsformation. Defensive glaube ich nicht. Wir werden, aber eins ist klar, wir werden gut verschieben müssen in den einzelnen Mannschaftsteilen, im Mannschaftsverbund. Braunschweig kommt extrem mit Tempo über die Flügel, haben sehr schnelle Spieler, reihenweise, die immer wieder den Durchbruch suchen. Sie haben mit Berggren, so, insofern er fit ist, auch einen Stürmer, der gerade was das Flügelspiel mit Flanken, mit Hereingaben betrifft, eiskalt vom Tor sein kann, ein Goalgetter. Trotz allem, sie haben variabel aufgestellt zuletzt, viele Formationen probiert oder gespielt, auch personell. Zuletzt im 4-1-4-1 begonnen, im Spiel in Paderborn auf 4-4-2 umgestellt, vorher ein 3-4-3. Ja, das ist schon, wir werden schon sehr flexibel sein müssen. Und was uns zuletzt stark gemacht hat, diese Kompaktheit, dieses kompromisslose Verteidigen, das wird definitiv ein Schwerpunkt werden, wenn du erfolgreich sein willst in Braunschweig. Da kommt es darauf an, die Räume immer gut zuzustellen, die Passwege zu schließen, immer die innere Linie zu verteidigen, um dann letztendlich die Stärken des Gegners nicht zur Entfaltung kommen lassen. Wie gesagt, Reichel, Zug auf der linken Seite, Holtmann natürlich mit extremem Tempo. Auf der anderen Seite hat Ofosaye zuletzt rechts gespielt mit Omladic. Haben sie einen Spieler mit Khalifi, haben sie Spieler, die technisch extrem gut sind, das 1 gegen 1 suchen. Und wie gesagt, da kommt schon auf uns was zu, aber es wird auch wichtig sein, immer wieder die Aktionen nach vorne zu suchen. Wir haben auch Räume gesehen, die wir bespielen können, wo wir auch ansetzen werden, um dann ja, uns nicht nur ja, mit der Defensive zu beschäftigen, sondern auch über einen guten Ballbesitz, über einen guten Spielaufbau dann letztendlich nach vorne zu kommen. Dass wir noch einen zusätzlichen defensiven Spieler bringen? Nein, denn ich glaube, wir haben gezeigt, auswärts in Frankfurt, aber auch jetzt gegen Duisburg, dass wir Phasen haben im Spiel, in denen wir richtig offensiv agieren und trotzdem mit unserer Grundordnung in der Defensive schnell Kompaktheit herstellen, gut verteidigen. Und ich bin kein Freund davon, zu viel und zu oft irgendwelche Defensivorganisationen auseinanderzunehmen. Ja klar, es ist für mich ein besonderes Spiel, gerade weil ich 6 Jahre in Braunschweig war und auch eine erfolgreiche Zeit hatte. Ja, es wird natürlich ein ungewohntes Gefühl, in die Gästekabine zu gehen, sich auf der anderen Seite warm zu machen, aber nichtdestotrotz bin ich jetzt Spieler des ersten FC Heidenheims und will natürlich so erfolgreich wie möglich im Bauch in Braunschweig sein. Ja, dass es natürlich noch ein Unterschied ist zwischen Braunschweig und Heidenheim, ist, glaube ich, normal. Braunschweig hat eine sehr lange Tradition schon, die Heidenheim zwar auch hat, aber ist schon länger oben dabei und ja, das sagen wir mal, ist der Unterschied noch etwas größer. Ja, ich habe noch einen sehr guten Kontakt mit Orhan Hademi und Jan Hoscheid, auch mit den eher im Hintergrund stehenden Leuten, mit dem Bussi, mit dem Christian Skolik, mit den beiden Physiotherapeuten bin ich noch regelmäßig am Schreiben. Klar beobachte ich oder verfolge Braunschweig, sie hatten, glaube ich, einen schweren Start, sind dann aber wieder gut zurückgekommen und ja, bis auf die Niederlage jetzt in Paderborn haben sie, glaube ich, eine ordentliche Saison gespielt. Schwer zu sagen, ich glaube, der Trainer weiß sehr gut Bescheid über den Gegner. Es gibt vielleicht 1-2 Dinge, die ich vielleicht noch helfen kann, die vielleicht nicht so offensichtlich im Spiel sind oder bei Standardsituationen, wie da die Varianten sind. Aber sonst ist, glaube ich, keine große Überraschung für den Trainer dabei. Ja, ich glaube, dass es, wie schon gesagt, wie der Trainer es gesagt hat, darauf ankommt, dass wir hinten stabil stehen, dass wir trotzdem unsere Nadelstiche nach vorne setzen, wie auch in Frankfurt. Und ja, dass wir, ich glaube, erstmal die erste Phase im Spiel gut überstehen müssen, weil Braunschweig natürlich mit der Niederlage in Paderborn so ja, nicht unter Zugzwang ist, aber trotzdem sich schon leicht unter Druck setzt und gleich am Anfang natürlich
davon gehe ich mal aus, sehr viel Druck machen wird. Ja, aber ich glaube, Zuschauer sind überall da. Also das ist jetzt, klar sind die Eintracht-Fans nochmal für ihre Atmosphäre besonders bekannt, berühmt, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man unbedingt sagen muss, wir haben jetzt vor den Eintracht-Fans Angst oder riesigen Respekt, so ist es nicht. Ja, wenn ich die letzten zwei Spiele so in der Hinrunde und in der Rückrunde die Spiele Revue passieren lasse, war es so, dass wir damals zu Hause für mich mit Braunschweig zwar 3-0 gewonnen haben, aber es ist nicht so deutlich war, wie das Ergebnis es widerspiegelt. Ich glaube, wir waren in dem Spiel ein Tick cleverer in den Situationen und haben da 3-0 gewonnen und hier zu Hause wo wir in Heidenheim gespielt haben, muss man auch ehrlich sagen, haben wir einen glücklichen Sieg mitgenommen. Durch eine Situation, durch einen Torwartfehler, den wir dann ausgenutzt haben. Aber ich glaube, gerade am Anfang oder gerade in der ersten Halbzeit hatten wir mächtig Glück, dass wir da nicht in den Rückstand kommen. Ja, ich glaube, es ist so, dass man jeden Gegner ernst nimmt. Und ich glaube, es ist auch mittlerweile, jetzt in dieser Saison und auch in der letzten Saison, dass keiner unbedingt gerne nach Heidenheim gefahren ist. Weil man gewusst hat, wie unangenehm es hier werden kann. Und wir haben es ja dann auch gespürt und wie ich schon gesagt habe, haben wir glücklich 1-0 gewonnen.